Wenn ihr wissen wollt, was ich auf der Rennstrecke trage, dann bleibt jetzt dran. Hallo liebe Polo-Freunde, ich bin hier in Memmingen beim Liqui-Moly Intec GP Team und neben mir sitzt Marcel Schrötter. Marcel, stell dich kurz vor. Ja, ich bin der Marcel Schrötter, fahre in der Moto2 Motorrad-Weltmeisterschaft für das Liqui-Moly Intec GP Team und bin generell seit 2010 in der Weltmeisterschaft unterwegs. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich glaube, ihr seht diesen tollen Hintergrund. Das ist schon ein Fest hier und ich freue mich, hier zu sein. Ganz toll. Aber es geht nicht jetzt um mich, sondern Motorradbekleidung für die Rennstrecke kennen wir. Wir haben viel bei uns im Sortiment von verschiedenen Kombis, Helmen, auch im Bereich Sicherheit, von Airbag-Systemen und so weiter. Aber mich hat immer so die Frage gestellt, was fährt man in der Moto2 und besonders, was fährt jetzt Marcel Schrötter? Wo sind die Unterschiede zum normalen Straßenbereich? Und da hätte ich mal so ein paar Fragen an dich, wenn das okay ist. Und ja, würde direkt beginnen, Stiefel. Gibt es da eine Besonderheit? Ich denke mal, das ist jetzt kein Standardstiefel, den ich bei Polo ganz normal online kaufen kann. Was ist die Besonderheit bei deinen Stiefeln jetzt? Jein, also tatsächlich von Alpinstars haben ganz, ganz viele Fahrer. Das ist eigentlich fast ein ziemlicher Standardstiefel, okay. Aber natürlich der Race Boot, glaube ich, kann man sogar so oder zumindest sehr, sehr ähnlich kaufen, bestellen. Ja. Manchmal variiert der Innenstiefel, den wir in dem Stiefel haben. Ansonsten haben wir auch designte Stiefel, die ich jetzt leider heute nicht anhabe. Und die sind dann individuell ein bisschen, okay. Bisschen anders. Da ist dann auch wirklich nur das Allernötigste dran, Details. Also schon auf dich angepasst. Genau. Innenstiefel hat für dich was für einen Vorteil gefühlt? Ist natürlich auch einfach herstellerabhängig. Viele haben Innenstiefel, viele nicht. Muss nicht unbedingt Vorteile immer nur haben, ist da natürlich ein bisschen schwerer. Man hat natürlich zwei Paar Schuhe an, aber man ist einfach fester und bequemer drin. Es ist ein bisschen mehr Stoff zwischen dem reinen Leder und dem Fuß. Und ja, ich denke, manche mögen es vielleicht ohne lieber. Okay. Ich bin ein großer Fan vom Stiefel und bin sehr zufrieden damit. Stiefel immer ein ganz wichtiges Thema, weil muss man sich dann wohlfühlen und natürlich bewegen können. Kombi. Also ich habe Marcel jetzt eben rumlaufen sehen, vielleicht hat der ein oder andere schon mal ein Video gesehen, wo ich einen Kombi anhabe. Ich mache nicht so eine gute Figur da drin, das sieht bei mir ganz anders aus. Das ist ein Maßkombi. Genau. Das sieht man sofort, das Ding ist maßgeschneidert. Was sind noch Besonderheiten daran? Kannst du für dich selber auch sagen, ich möchte hier mehr Stretch oder gibt es da einfach auch ein Reglement in der Moto2, was du tragen darfst? Also Reglement ist natürlich Airbag. Ganz, ganz wichtig, dass mittlerweile, ich glaube seit 3 Jahren, Airbag Pflicht ist für die Hersteller. War ja ursprünglich noch keine Pflicht, auch wenn andere Hersteller das schon mehrere Jahre nutzen. Aber es wurde tatsächlich Pflicht. Und ansonsten bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke, manche Stoffe wie Produkte wie Knieschoner, ja. Ellbogen, die muss ein bestimmtes Material haben, um einfach eine gewisse Sicherheit zu bieten zu können. Ansonsten ist man, glaube ich, relativ frei und auch wir Fahrer können dann selber entscheiden, ich habe es lieber lockerer hier, enger hier. Gerade die Arme ist ja bei den Motorradfahrern immer ein großes Thema. Weiter gibt es keine Grenzen. Natürlich, irgendwann kann man keinen weiten Arm machen, wenn sich dann das Ding verdreht. Ja. Ansonsten kann man es so schneidern lassen, wie man das gerne hätte. Okay. Mit offenen Armen, zu Arme, mehr zu offen. Ja. Ihr braucht ja auch definitiv, wo ich den Schleifer sehe, am Ellenbogen. Den braucht ihr ja auch. Also ich bin da ganz weit entfernt von, habe da noch einen Meter Platz zu, aber den braucht ihr wirklich. Airbag. Wie muss ich mir das vorstellen? Wir kennen Airbag aus dem Straßenbereich. Das sind auch manchmal integrierte, oft mittlerweile auch nur Westen. Die lösen aus und sind dann nicht wieder zu verwenden. Wie ist das bei dir? Ist der dann auch, wenn du gefallen bist, weil du könntest ja wieder aufs Motorrad drauf, manchmal ist es ja einfach nur ein Rutscher, kannst du dann damit weiterfahren und kann der nochmal auslösen oder darfst du dann weiterfahren? Auch wieder unterschiedliche Hersteller haben unterschiedliche Systeme. Manche haben 2 Schüsse, also er löst aus, geht dann von alleine wieder zurück und kann nochmal. Ist es bei mir nicht der Fall, aber du kannst weiterfahren, also er löst aus,
Okay. Und geht in den nächsten 30 Sekunden Stück für Stück langsam zurück. Klar, auch weil aus Sicherheitsgründen, wenn wirklich was verletzt ist, dass der Druck dann auch weggeht. Mhm. Aber er soll ja vor der Verletzung schützen. Und wenn man weiterfahren kann, dann geht er eben mit innerhalb von ein paar Sekunden leicht okay. zurück. Dürftest du dann auch weiterfahren, wenn das Motorrad noch fahrbereit ist? Ja, ja, klar. Ja. Okay, ja. Alles klar. In dem Fall ja. In dem Fall ja, ja. Gut. Handschuhe. Ich denke mal, das ist auch mit Sicherheit wieder kein Standard. Handschuhe finde ich auch mal ganz wichtig beim Motorradfahren, weil ich will ja ein Gefühl haben und ich möchte auch nicht abgelenkt sein. Ich möchte aber auch zu jeder Zeit ein gutes Gefühl zur Bremse. Gut, Kupplung fällt bei euch weg, mhm. Aber auch fürs Gas. Besonderheiten daran? Das Design hauptsächlich. Das ist natürlich was sehr cooles. Genau, maßgeschneidert, ja. Wie angesprochen. Ist natürlich ein cooles Feature, wenn man seine eigenen Handschuhe hat, in seinem eigenen Design mit Logo, Nummer und Farben und so weiter. Ansonsten maßgeschneidert und ja, denke auch sehr leicht. Ich glaube, den Handschuh hier selbst, den gibt es nicht zu kaufen. Das sind Prototypen. Mhm. Ja, sonst. Okay, vielleicht der ein oder andere schon mal bei Polo gewesen, hat sich so Handschuhe rausgenommen und hat sich dann vielleicht die Frage schon mal gestellt, warum sind die zusammengenäht? Das kommt aus dem Rennsport, warum? Ich möchte gar nichts Falsches sagen, aber ich denke einfach durch die ganzen Verletzungen am kleinen Finger, dass einfach mehr Stabilität da ist, dass der kleine Finger nicht irgendwo rumgeht, sondern einfach ja, fixiert ist mit dem Ringfinger und dadurch einfach die Gefahr minimiert wird, den kleinen Finger zu verletzen. Also es hat sich genau das bestätigt, was ich von dir hört, wie ich so gehört habe, damit der kleine Finger wirklich nicht beim Sturz oder was auch immer so wirklich abspreizen kann und in dem ganzen Thema gehalten wird. Marcel und ich, wir hatten uns eben kurz darüber unterhalten, auch schon mal gebrochene Finger gehabt und wurde trotzdem mit an den Start gegangen, aber der Kupplungshebel wurde mal kurz gekürzt, damit er mit den Fingern dran vorbeirutschen kann mit seinen Handschuhen, auch sehr spannend. Helm. Geiles Design, holt mich total ab. Ist das ein Standardhelm, den man kaufen kann? Natürlich außer das Design, aber was ist mit Innenpolsterung? Ist das für dich angefertigt? Gibt es ein Reglement, was ein Helm für die Rennstrecke oder bei der Moto2, was der erfüllen muss? Ja, auf jeden Fall. Die haben alle diese Kennziffer oder Nummer, die auch hier von der FIM abgesiegelt worden ist. Okay. Mittlerweile mit QR-Code, sehe ich auch gerade zum ersten Mal. das glaube ich, wenn sie wirklich kontrollieren, anscheinend jetzt schneller scannen können und schauen, ob der durch die Prüfung, ja. Die Prüfung bestanden hat. Das ist jetzt seit ein paar Jahren auch wirklich, brauchst du diese Nummern und auch die Siegelung, sonst kann es sein, dass eine Disqualifikation kommt, wenn du mit so einem Helm fährst. Ansonsten. Das wird auch geprüft, bevor du an den Start gehst. Ja, ich hatte es jetzt tatsächlich noch nie, okay. Aber es ist jederzeit möglich. Ja. Deswegen sollte man auf jeden Fall immer einen abgenommenen Helm tragen. Okay. Doppel-D ist Pflicht, ne? Im Rennbereich. Doppel-D heißt? Doppel-D-Verschluss meine ich. Achso, ja. Das kennst du gar nicht anders. Ich kann es mir mal vorstellen. Wir sprechen hier von einem Rennfahrer. Wir klassisch auf der Straße kennen wir alle nur noch Ratsche, weil wir es schön bequem haben wollen. Ja. Super, total klasse. Und hier gibt es gar nichts anderes. Es gibt nur Doppel-D und für mich stellt sich die Frage. Spannend. Okay. Ja. Ich bin halt auch Rennfahrer. Ja, du bist Rennfahrer. Du hast nichts mit der Straße zu tun. Völlig, völlig richtig. Nein, ich meine auch technischer. Okay. Etwas technischer Laie teilweise. Okay. Abreißvisier? Genau, Abreißvisier sind bei uns natürlich sehr wichtig, weil. Du kannst dich nicht ablenken lassen durch Fliegenkacke ja, oder sowas ja. Oder irgendwas anderes. Wir hatten es jetzt beim letzten Rennen erst. Ich hatte einen kleinen Fehler gemacht, weil mir Schweiß ins linke Auge getropft ist. Und genauso sowas, wenn jetzt viele Fliegen unterwegs sind oder generell Dreck auf der Strecke unterwegs ist, dann kann sowas schon ablenken. Und wenn man gerade irgendwo hier in dem Bereich nur einen Fleck hat, es kann an der Konzentration ganz schön nagen. Deswegen Abreißvisier eigentlich immer drauf, außer im Regen. Im Regen ist oft eher hinderlich, weil dann das Wasser nicht so schön abläuft und die Tropfen. Und genau. Und ansonsten. Innenpolster war auf dich angepasst. Genau. Okay, genau. Dass der wirklich absolut perfekt sitzt, genau. Wenn du auch nicht abgelenkt wirst, weil der ein oder andere kennt es vielleicht bei Helmen, was nicht sofort auffällt. Gerade so eine Druckstelle auf der Stirn haben wir alle schon mal gehabt. Das lenkt unheimlich vom Fahren ab und gerade bei
deinem Fahren darfst du natürlich nicht ablenken. Genau, richtig. Ja. Spannend. Also ihr seht, es ist doch noch ein großer Unterschied zu dem klassischen, was wir, ich muss mal sagen, von der Stange nehmen oder aus dem Regal rausnehmen bei Helmen. Das Reglement gibt dann doch noch einiges vor. Abschließend noch eine Frage für mich. Gefühlt für dich, wie oft hat dich dein Airbag schon vor wirklich starken Verletzungen geschützt? Natürlich, genau kann man es nie sagen, aber ich denke öfter. Gerade die letzten 2-3 Jahre waren immer mal wieder ein paar heftigere Stürze dabei, wo aber in der Regel immer relativ gut, wo ich gut davon gekommen bin. Deswegen, man kann nicht sagen, was wäre ohne passiert, aber gefühlsmäßig fühlt man sich auf jeden Fall sehr, sehr viel besser und sicherer, wenn man dann mal durchs Kiesbett fliegt und man hat irgendwie eine gewisse Polsterung. Das glaube ich gern, ja. Deswegen Zahl schwierig zu sagen, aber auf jeden Fall ein Fortschritt in der Ausrüstung. Ja. Was fällt mir noch ein? Eigentlich nichts mehr. Das war für mich noch mal eine abschließende Frage, weil das Thema Airbag wird auch im Straßenverkehr immer mehr und wird auch bestätigt von einem Rennfahrer, der sich einfach mit einem Airbag auch noch mal ein bisschen sicherer fühlt. Also vielleicht auch noch mal eine Botschaft an euch. Marcel, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Gerne. Danke für deine Zeit. Ich stöber hier noch ein bisschen rum, gehe noch ein bisschen an den Regalen. Vielleicht habe ich noch so 1-2 Fragen an Marcel. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie unten rein. Wir kriegen mit Sicherheit auch noch mal Antworten dazu von Marcel. Und abonniert unseren Kanal. Bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Ciao.